Jo, Leute, Turbo Kid ist ein Spiel, das seit heute erhältlich ist und auf dem gleichnamigen Film Turbo Kid basiert, der 2015 erschienen ist. Und als ich gefragt wurde, ob ich dazu was machen will, es ist Metroidvania, habe ich gesagt ja, denn zum einen bin ich großer Fan des Films, der so 80s-Elemente, bisschen Mad Max, bisschen 80s-BMX-Style und Splatter zusammenwirft. Also Turbo Kid, wirklich guter Film. Und dann habe ich gehört, es gibt halt ein Metroidvania, wo du halt mit dem BMX-Rad unterwegs bist und so ein bisschen Dead Cells-Optik und so weiter. Habe ich gesagt, count me in, ich bin gespannt. Von Entwickler und Publisher Outer Minds kommt also seit heute Turbo Kid. Ich habe es selber aber bislang noch nicht gespielt. Das heißt, wir starten jetzt hier gemeinsam rein. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin ja ein Sucker für Metroidvanias. Also, ich muss hier mal, glaube ich, ein bisschen. Okay, wir gehen mal rein. Einstellung, Gameplay, Vibration. Ziel mit Zackenräder. Assist-Modus. Ducken. Ziel, Sprinten. Aufs Bike steigen, springen, schießen. Turbo-Handschuh. Okay, ich lasse erstmal alles so. Video. Musik ist schon mal geil. Guy de Pessimier. Pessimier. Alexandre Caron. Sylvain Savard. Mathieu Fecteau. Danny Carpenter. Das sind Französisch. Okay. Let's go. Wähle einen Charakter, Apple oder Turbo Kid. Spiele als Turbo Kid, der neueste Held des Ödlands. Spiele als Apple und erlebe dieses Abenteuer auf eine ganz neue Weise. Und erstmal Turbo Kid. Synthwave ist das, was ich gesucht habe, tatsächlich. Exakt. Als Turbo Kid spielen. Warnung, diese Wahl kann nicht geändert werden. Ja. Turbo Glove. Entschlüsselung des Hauptnetzes eingeleitet. Verbesserung der Grafik auf Level 7. Chip-Logik-Optimierung Modus 7. Eine schöne Idee für so ein Metroidvania. Fahrrad ist, glaube ich, neu. Bist du dir sicher, dass du weggehen willst? Okay, ich muss kurz Flugmode anmachen. Sorry. Ich habe den Film dazu gesehen, Manga Maniac, ja. Turbo Kid, eben schon gesagt, basiert auf dem gleichnamigen Film von 2015. Kanadisch-neuseeländischer Film. Also wahrscheinlich sind das Kanadier. Deshalb sind die. Das sind keine Franzosen. Kanadier, kann das sein? Oh! Gangster, heute ist unser Glückstag, Jungs. Dieser Trottel hat tolle Beute dabei. Mist, weg hier! Huch, wo bin ich? Ich glaube, ich mache mich mal einen Ticken kleiner, oder? Ich will hier dem Turbo Kid nicht die Show stehlen. Hier ist es ganz schön kalt. Wie komme ich hier wieder raus?
Wo ist er? In einem Museum? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da hochkommt, aber er kann auch klettern. Der Boy. Okay, ich dachte erst, es ist ein Walljump, aber es ist gar kein Walljump. Der ist, oh, dieser Ort ist total unheimlich. Wer hier von euch im Chat hat denn den Film gesehen, Turbo Kid? Oh, guck mal hier. Pam, pam. Zera hat ihn gesehen. Abfallprodukt. Firefox Die. Zwavi. Erzählt doch mal ein bisschen, wie ihr ihn fandet. Also wir haben ein Schwert. Eine Knarre. Das ist schon mal cool. Ich kenne das Review von Red Letter Media. Was hat Red Letter Media gesagt? Ein Skeletron! Unmöglich, du bist tot! Aua! Oh oh, ja okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, den konnte man nicht schaffen. Wie nennt man Bosse? Rob, vielen Dank für das Kompliment und alles Gute für dich. Wie nennt man das, wenn man einen Boss nicht besiegen kann? Da gibt es doch ein Wort für, meine ich. Neue Notiz an das Ödland. Drücke. Hi, geht's wieder? Ich hab dich ohnmächtig im Ödland gefunden. Das hier ist mein Labor. Finger weg von meinem Zeug! Noobfilter. Ja, Noobfilter ist, glaube ich, nicht so schlecht. Arschlochboss, Pseudoboss. Ein paar Gangster haben einen Teil deiner Ausrüstung gestohlen, bevor ich dich retten konnte. Einer von ihm nahm deine Klinge und verschwand in Richtung Westen. Ein anderer ging nach Osten und steckte irgendein Gerät von dir ein. Übrigens, schicker Turbo-Handschuh, den du da hast. Ein Glück, dass der nicht zusammen mit dem anderen Zeug gestohlen wurde, was? Naomi. Geh nach Westen, um deine gestohlene Machete zu finden. Hier sehen wir Turbo Kid. Oh, hier kriegen wir später noch die geilen Soundtrack bestimmt. Bike Kids, hier können wir das Bike verbessern. Trickpunkte. Waffen und Fähigkeiten. Okay. Tutorial Boss, Chuck Norris Boss, Scripted Loss Boss. Scripted Loss Boss war es, glaube ich, was ich meinte.
So, wo sind wir jetzt hier? Im Ödland. Das ist hier offensichtlich... Chrissa, Fehlfunktion erkannt, Automaton erfordert Systemneuformatierung. Ich glaube, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Das hier ist die Taste, genau. Schrottplatz, Menschen. Chrissa, ich habe einen ziemlich schrägen Automaton gefunden, der ständig irgendwelche Fehler meldet. Er meinte, dass er neu formatierte Disketten braucht, um das Problem zu beherrschen. Ich werde danach ausschalten. Okay, das sind so quasi Quests, ja? New Hope, was ist das für ein Ort? Ich wusste nicht, dass es nach dem großen Roboterkrieg noch so eine große Gemeinde gibt. Das nennt man also eine Stadt. New Hope ist fantastisch. Okay. Das ist unser Journal. Ich verstehe. Bodhi. Da schau her, ein neues Gesicht. Du mit meiner Enkel Naomi befreundet? Ne, bist du mit meiner Enkel Naomi befreundet? Ich heiße Bodhi, Herzchen. Ich bin vielleicht nicht so bewandert wie meine Naomi, aber ich habe trotzdem eine Menge Geschichten in petto. Hast du Lust zu plaudern und zu bleiben und zu plaudern, Herzchen? Ja. Na dann lass uns über Mühlhausen plaudern. Die Region, die wir Mühlhausen nennen, umfasst den Skatepark, den Schrottplatz, die Abwasserkanäle und die östlichen Klippen. Diese kleine Stadt, die wir New Hope nennen, liegt zwischen diesen Gebieten. Vor nicht allzu langer Zeit liefen hier noch jede Menge Roboter herum. Aber ein brutaler Anti-Roboter-Mob radikalisierte New Hope, bis ein Mann daherkam und uns von ihrer Tyrannei befreite. Vater Eligius. Eligius. Er half beim Wiederaufbau von New Hope und ist bis heute unser Anführer. Meine Naomi schaut zu ihm so richtig auf. Hast du ein bisschen mehr Zeit, mir Gesellschaft zu leisten, Herzchen? Keine Scheu, wenn du eine Umarmung willst, Herzchen. Nein, geh weg. Okay. So wird gespeichert. Ich glaube, das ist hier sowas wie das Hub, würde ich mal sagen. Jake, weg da, du Knirps. Du stehst mir im Licht. Warte, was? Heiliger Stroh, sagt dieser Helm und dieser Anzug. Was für ein super Turbo-Rider-Outfit, Knirps. Moment mal, ist der echt? Das kann doch nicht ein echter Turbo-Handschuh sein. Funktioniert er noch? Verrückt. Ich heiße übrigens Jake. Ich bin Cartoonist. Vielleicht kannst du dir mal ja kurz helfen. Mir fehlen ein paar Seiten meiner letzten Geschichte, seitdem ich neulich ausgeraubt wurde. Ich würde diese Comic-Seiten echt gerne zurückbekommen. Lass mich wissen, wenn du welche findest. Okay. Finde Comic-Buchseite. Dr. Dealgood. Nanu, was ist das denn? Ist das etwa ein Neuankömmling? Herzlich willkommen, willkommen bei Dr. Dealgood. In ganz New Hope findest du keine feinere Ware. Ich habe eben den einzigen Laden weit und breit. Aber bevor wir anfangen, solltest du wissen, dass ich, Dr. Dealgood, meine Waren nur an diejenigen verkaufe, denen ich vertraue. Und mein Vertrauen, werter Herr, hat seinen Preis. Es geht um eine kleine Absicherung, wenn man so will. Wenn du mir 500 Schrottstücke bringst, dann weiß ich, dass ich dir vertrauen kann und du mir. 500 Schrottstücke. Also jeder will hier irgendwas von mir. So steht schon mal fest. Das sind bestimmt alles noch Sachen, die sich später öffnen. Okay, hier ist nichts mehr. Hier können wir runterjumpen. Papagallo. Oh, wen haben wir denn da? Du musst hier neu sein. Willkommen in New Hope. Ich heiße Papagallo. Wie schön, dich kennenzulernen. Wenn es dir Spaß macht, über Politik zu diskutieren, bin ich der richtige Ansprechpartner. Ich bemühe mich, dass die Stimme jedes Einzelnen hier gehört wird. Ohne Gewalt und Vorurteile. Wenn du etwas zu sagen hast, dann spuck es einfach aus. Gute Kommunikation ist schließlich der Schlüssel zu einer funktionierenden Demokratie. Sprecht nicht mit fremden Kindern. Oh, hallo. Ich bin Mora. Ich betreue unsere Kinder. Ich passe auf, dass sie keinen Ärger bekommen und bringe ihnen Manieren bei. Sie müssen lernen, dass das Leben hart und grausam ist. Ich sorge dafür, dass sie sich später einmal durchschlagen können. Hast du Lust, eine Lektion zu besuchen? Ja.
In Ordnung. Dann hör mal zu. Heute werden wir die Religion des Singularismus besprechen. Die große Vereinigung von Mensch und Maschine. Vier Personen haben den Singularismus gegründet. Ada Lovelace, Charles Babbage, John Henry und Samuel Butler. Gibt's die wirklich? Ada Lovelace habe ich doch schon mal gehört. Wer weiß jetzt hier, ohne zu googeln, wer was gemacht hat? Meine GeForce heißt so. Heißt die Ada Lovelace? Ada Lovelace hat das Programmieren mehr oder weniger erfunden. Alles Pioniere im IT-Bereich. Okay. Da wisst ihr mehr als ich. Die drei Ersten sind bekannt als die heilige Dreifaltigkeit, die der Maschine Körper, Geist und Seele gegeben haben. Und die letzte Person ist das Antirädchen. Jeder von ihnen spielte eine große Rolle dabei, uns über unsere Zukunft innerhalb des großen Getriebes aufzuklären. Vergesst das nicht, Kinder! Sagt sie noch was? Heute sprechen wir über Ada Lovelace, die heilige Mutter der Rädchen und Mitglied der heiligen Dreifaltigkeit. Sie war eine brillante Mathematikerin. Sie entwickelte den ersten Algorithmus für Computer, und zwar schon lange vor dem Krieg. Ihre Arbeit hat die Evolution angetrieben und den Maschinen, auf die wir angewiesen sind, Leben eingehaucht. Ihr verdanken wir die gesamte moderne Technik. Sie ist unsere heilige Mutter, vergesst das nicht. Nicht schlecht. Ich hätte das nicht gewusst, tatsächlich. Vater Matthias. Hallo da, mein Kind. Ich bin Vater Matthias, der letzte lebende Soldat des einen wahren Gottes. Ich predige das Christentum in dieser gottverlassenen Gegend. Ich hoffe, du bist auch ein Anhänger von Gott und seiner Lehre. Oder zumindest hoffe ich, dass du kein Anhänger dieses lächerlichen Predigers bist. Der faselt nur von Rädchen und Maschinen und was weiß ich noch alles. Singularisten, möge der Herr dich von diesen verrückten Fanatikern schützen, mein Kind. Schau sich einer diesen Knirps an. Wetten, dass ich den zum Weinen bringen kann? Oh, das ist ja schön brutal. Ah ne, das sind nur Schrauben. Oh, das mag ich aber. Dass man die Deckung einfach wegballern konnte. Kann man die hier auch... Ja, hier, guck, kannst du alles wegballern. Vielleicht sollte ich gar nicht auf den schießen. Ist der gut oder böse? Okay, er ist böse. Oben rechts sehen wir auch, ich habe 9 Schrott gesammelt. Das ist wahrscheinlich sowas... Die Seelen. Ich übersetze alles in Seelen. Es ist nur ein bisschen ungewohnt, mit L2 sich zu ducken, anstatt nach unten zu drücken. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Also nach unten drücken macht er tatsächlich nichts. Man muss L2 drücken. Vielleicht kann man das auch ändern in der Steuerung, aber... Auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig. Eieiei. So, jetzt würde mich mal interessieren, ob die Gegner wieder da sind nach einem Speicher. Nee, die sind weg. Ja, ich guck auch mal, ob ich das umstellen kann, tatsächlich. Ich glaube, das geht gar nicht. Na.
Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Wahrscheinlich wird das später noch irgendeine Rolle spielen, warum das so ist. Ey, wo läuft denn eigentlich Dortmund und Atletico? Hat die gerade mit mir gesprochen? Nee. Habe ich Strophe erhalten. Warte mal. Kann ich hier noch weiter? Ah, das werde ich mit dem Schwert wahrscheinlich durchhauen können. Wir haben ja Schwert, Machete. Es gibt ja offensichtlich noch die Machete. Haggis McMacken fragt hier, ob ich hier im Chat schon mal über mein Hundeproblem geredet habe. Nicht so wirklich. Ich habe es im Podcast halt schon mehrmals erwähnt, dass ich gerne einen Hund hätte. Einen Berner Sennenhund, aber meine Frau dagegen ist. Und Haggis schlägt jetzt vor, dann holt euch doch einen Appenzeller. Habe ich tatsächlich auch schon gegoogelt, aber ich glaube, die sind auch nochmal um einiges aktiver, die Appenzeller. Irgendein Trottel hat das Glas mit einer Machete eingeschlagen. Barbarisch, das ist meine Machete. Die holen wir uns jetzt wieder. Guck mal da oben. Guck mal da irgendwie hin. Ich glaube, ich muss erstmal meinen ganzen Stuff erstmal zurückkriegen. Ne? Ich will keinen kleinen Hund, ich will ja einen großen Hund. Wenn schon ein Hund, dann ein richtiger Hund. Jetzt der Kopf von dem oder was? Ich habe den Kopf aufgehoben und geworfen. Dieser Typ mit der Machete hat meinen ganzen GK-Vorrat geklaut. Was ist denn GK? GK-Vorrat. Geschäftskunden GK. Ich kann jetzt eine Sache machen.
glaube, jetzt gibt es einen Bossfight. Das spitzt sich dann los. Ey. Oh, verdammt. Alter. Wo kriege ich denn eigentlich Energie wieder her? Zwei Herzen habe ich. Kein Problem für Deutschlands weltbesten Let's Play der Welt aus Deutschland. Kurzgeschichte erhalten. Niki aus der Mondstadt. Exterminatrons, wir nennen sie die Killer. Die Konzerne setzten sie früher als Geheimpolizei ein. Mit ihrer Anwesenheit sollte der Anschein von Gerechtigkeit in dieser Nachkriegswelt gewahrt werden. Mein Name ist Niki. Ich bin aus meiner Heimat, der Mondstadt, geflohen, um auf die Erde zurückzukehren und den Mörder meines Mannes zu finden. Ich habe mich mit dem vielleicht letzten lebenden Exterminatrons zusammengetan. Eine Menschmaschine namens Walker. Er glaubt, dass die New Life Corporation nichts Gutes im Schilde führt und wer etwas mit dem Tod zu tun hat. Und da könnte er durchaus recht haben. Postapokalyptischer Rekord 33. Okay. Wir sollen zusammen mal Dean besuchen gehen. Ja, ich liebe Dean ja eh schon. Also, ich bin ja eh ein großer Hundefan. Aber ja, ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht mit meiner Frau mal zu einem Tierheim oder zu einer Zucht oder so zu gehen, dass man mal so, dass sie mal den Hund überhaupt sieht und so. Aber ich glaube, sie hat natürlich Angst. Ich kann das auch verstehen, dass da die Arbeit an ihr hängen bleibt dann. Au! Okay, das wäre dumm. Darfst du mit Nasti überhaupt noch reden? Wieso sollte ich mit Nasti nicht mehr reden dürfen? Hä? Was ist denn da schon wieder? While Hand of Blood und so in the Insider. Das raff ich jetzt wirklich überhaupt nicht, die Anspielung. Reimhardt, klär mich auf. Hand of Blood und Insider? Was für Insider? Boah. Gab da ein wenig negative Vibes wegen Maluna? Ich raff überhaupt gar nichts. Wirklich. Maluna? Was hat Maluna mit Nasty und Hand of Blood? Und vor allen Dingen mit mir zu tun? Maluna und Henno hatten Beef. Keine Ahnung, wo da eine Verbindung dann zu Nasty sein soll. Wie kann man ja mit Maluna Beef haben? Ich krieg die Dinger hier nicht. Ey! What the fuck?
dumm. Ey, gerade wurde der Bildschirm wieder schwarz. Ich kotze. Wenn ihr die Story verfolgt habt, müsstet ihr den Spruch verstehen. Okay, ich habe die Story nicht verfolgt. Alter, was ist denn jetzt los eigentlich? Ja, aber jetzt habt ihr mich mit diesem Maluna Hand of Blood Thema komplett rausgeholt hier. Wie kann ich das? Aber man verliert nichts, wenn man stirbt, so wie ich das gesehen habe. Ich habe immer noch meinen Schrott. ...500 Schrott brauchte ich für irgendwas, ne? In der Stadt. Oh, guck mal, ich bin hier kurz vorm Safe Spot, bin ich gestorben. Pam, 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 pam. Aber warum? Aha. Der Lootboy, dem entgeht hier nichts. Wo bin ich? Ach da. Ah, okay, da komme ich nicht weiter. Hm. Non-Binary Balloon sagt halt, wenn ich Streamer wäre, würde ich mich mit anderen besprechen. Dann tun wir so, als ob wir Beef haben und 1 Million Kiddies da draußen würden mir ihre Klicks geben. Ja, ich meine, so funktioniert das ja auch schon seit Jahren im Rap-Business. Ich glaube auch, dass das durchaus Leute machen. Alter, okay. Die Dinger sind echt scheiße. Aus dem Boden. Genau, ich denke mir da mal was mit Donny aus und dann... Das habe ich noch nicht so ganz gerafft hier, dieses Feature mit dem Kopf. Kopf aufheben, was bringt das? Ist das einfach nur, damit man so ein bisschen Bonus-Damage macht? Donny hat gesagt, er ist viel besser als Aiden Dark Souls. Aber offensichtlich ist Donny der Meinung, dass ich sowas wie der Maßstab bin. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, meinen Skill mit Donny zu vergleichen. Das war knapp.
Donny wusste, dass du das sagst und meinte, nee, das ist die untere Messlatte. Ja, warum brüstet er sich mit der unteren Messlatte? Ich glaube, Donny hat immer noch nicht Quake 3 so richtig... so richtig verarbeitet. Wir können ja 100 Mal Quake 3 spielen und gucken, ob er einmal gewinnt. What? Hat er mich gerade gewone-shottet oder hatte ich keine Energie mehr? Was war denn das? Was ist wieder hier, ey? Ah, ich hatte nur noch ein Herz? Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Vielleicht gemerkt. Aha, guck mal, hier habe ich noch was gefunden. Oder auch nicht. Kann ich das nicht kaputt machen? Da brauche ich wahrscheinlich die Machete für. Aber da links ist nochmal so ein Buch. Aber wie... Was ist eigentlich aus Jan geworden, der euch im Titanenkampf besiegt hat? Jan Dominikus. Ja, Jan ist immer noch ein Buddy von mir, auch wenn Kontakt in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist, aber Jan arbeitet als, ich glaube, weiß gar nicht, was seine offizielle Position ist, Manager von Mouseports. Was ihr mir hier alles erzählt, was Donny angeblich über mich erzählt, das glaube ich gar nicht. Donny mag mich. Donny hat mir alles zu verdanken. Als Donny bei Rocket Beans angefangen hat, konnte er nicht mal Deutsch sprechen. Ich habe ihm alles beigebracht. Wie Mr. Miyagi. Die wollen nur Beef schüren. Ich behaupte sogar, dass ich Donny und Matteo 2 gegen 1 in Quake besiegen will. Da ist die Machete! Okay, das ist nice. Turbo Power erhalten. Drücke R1, um einen Nahkampfangriff auszuführen. Geil. Ja, das macht schon Bock. Es fühlt sich echt sehr crisp an, das Spiel.
Donny hat mich angerufen. Also Donny hat mir eine WhatsApp geschrieben, als ich euch neulich im Stream, als der Stream hier, das war auch wieder so merkwürdig. Ohne Donny hätte ich wahrscheinlich 24 Stunden, durchgescreamt, gescreamt, das auch, aber gestreamt, ohne es zu merken. Ich habe dann irgendwann um 1:30 schreibt mir Donny, ey, ich glaube, dein Stream läuft noch. Da bin ich hier wieder in den Keller rein und es war total weird, weil ich hatte auf Stream beenden geklickt und auf herunterfahren, also dass der Computer herunterfährt, aber der und dann habe ich aber halt herunterfahren geklickt und bin weg. Aber der Computer hat halt gesagt, nein. Also, und hat OBS auch gar nicht beendet. Und dann habe ich das gesehen, dass hier noch heimlich Party war ohne mich. Ach, guck mal hier. Guck mal, Dragon's Dogma, so einfach geht das. Krogi hatte dich genau in dem Moment geradet. Hallo Julia! Da muss ich doch hochkommen. Da komme ich nicht hoch? Ernsthaft? Doch, das muss doch gehen. Ich komme nicht hoch. Zere, hast du das Spiel schon gespielt oder was? Woher, warum weißt du schon so viel? Das ist doch erst seit heute draußen. Gar nicht. Hey Julia, kennst du den Film Turbo Kid? Aus dem Jahr 2015 ist der, glaube ich. So, da, die Kiste meine ich doch. Die wollte ich doch noch holen. Das machen wir noch. Okay, aber wie man da hinkommt, ist mir tatsächlich... Da passt wahrscheinlich das Fahrrad oder irgendwas. Tatsächlich nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Film und auf dem basiert das Spiel. So ein bisschen... Mad Max Endzeit meets 80s Synthwave Pop und Kultur und Splatter. Das ist auf jeden Fall ein cooler Film und seit heute gibt es das Spiel dazu. Ein Metroidvania im Retro-Pixel-Look, wie man hier sieht. Und gefällt mir echt gut. Zettel, den kennen wir schon. So. Wie war das jetzt? Was ist hier unten? Kann ich das kaputt hauen mit der Machete? Nein. Wir können jetzt der Dr. Dealgood, ne? Wollte die 500 Schrottteile. Die war das nicht. Der hier war das. Hast du mir die gewünschten 500 Schrottstücke mitgebracht? Prahl. Fuchtel mit deiner Klinge herum, wie du willst. Das sichert dir keinen Rabatt. Okay. Wunderbar, danke, mein neuester Freund. Um unsere frisch gebackene Partnerschaft zu feiern, möchte ich dir diesen
faszinierenden Artikel schenken. Ja, ja, nur zu, nimm ihn. Den will sowieso keiner kaufen. Was habe ich jetzt gekriegt? Ein Herz. Dosenlecker, Patrone. Erkundung erhöht die Gesundheit, die beim Verzehr von Nahrungsmitteln wiederhergestellt wird. Plünderer, Patrone. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Feinde und zerstörbare Gegenstände Schrottstücke fallen. Oh, 2057, das können wir überhaupt nicht leisten. Ein Upgrade, das die maximale Gesundheit dauerhaft um ein halbes Herz erhöht. Okay, da bin ich aber finanziell noch ein ganzes Stück entfernt. Aber wo geht's denn jetzt nun weiter, ist die Frage. Hier oben. Papillon. Ich kann mich nicht erinnern, dich hier schon mal gesehen zu haben, Knirps. Ich will dir mal was sagen. Siehst du die großen Behälter da drüben? Fass die ja nicht an. Das sind Kondensatoren, die ich entworfen habe. Sie versorgen ganz New Hope mit Trinkwasser. Beeindruckend, habe ich recht? Ich habe sie mit der Hilfe meiner kleinen Naomi gebaut. Du solltest uns also angemessenen Respekt erweisen. Ich bin Papillon. Vergiss das nicht. Burger Night. Ich kann hier tatsächlich nichts machen. Nur gucken. Wenn du ein Talk-Format startest, lad doch mal Max aka Rockstar ein. Vielleicht könnt ihr seinen Laden retten. Was ist mit seinem Laden? Ich habe auch nur gehört, dass er struggelt, aber ist jetzt schon so... Es ist natürlich, man muss sagen, Einzelhandel, ne? Wenn du da so einen Liebhaberladen hast, Nerdy Turdy Gang, der hat so coole Sachen da in dem Laden, aber ist natürlich schwer gegen die Großkonzerne da anzukämpfen, glaube ich. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es weitergeht jetzt. War es überall zu? Da vielleicht. Müllhausen West. Ihm wurde der Mietvertrag gekündigt. Okay, das habe ich auch noch gar nicht mitgekriegt. Macht schon Bock hier, diese Mischung aus Ballern und Splatter und... Boah. Hier geht's nämlich runter, Leute. Guck. Oh nein, hier habe ich zuletzt gespeichert. Das ist ja mega dumm. Konntest du da jetzt ein Item kostenlos bekommen als Dank oder musste man die kaufen? Ja, stimmt, gute Frage. Habe ich nicht ein Item gekriegt? Von dem Dude? Aber irgendwie. Irgendwie sehe ich es nicht, wenn ich es gekriegt habe. Ich glaube, die Belohnung war, dass ich was kaufen kann in seinem Shop.
Was bringt es? Jetzt guck mal, jetzt habe ich einen Kopf. Jetzt kann ich hier noch einen aufnehmen? Nee. Mit dem Kopf. Ja, ich glaube, die sind einfach sehr stark, wenn man die auf jemanden schießt. Als Kopfsache. Kurzgeschichte. Timo und Jimmy. Es gibt kein sauberes Wasser mehr und ich, Timo, einer der jüngsten unseres Stammes, beschloss, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und das Ödland auf der Suche nach der kostbaren Ressource zu durchforsten, zusammen mit meinem kleinen Hamster Jimmy. Wie das Pech es wollte, trafen wir sofort auf Mad Stallion und seine grausamen Legionen von Wegelagerern. Zum Glück kam uns ein einsamer Krieger zu Hilfe, der mit seinem supercoolen umgebauten Auto, dem Exterminator, gerade durch die Gegend bretterte. Okay. No, du Schwein. Super stark. Es gibt ja in dem Sinne, ach Mann, keine Erfahrungspunkte in dem Spiel. Aber wo muss ich denn jetzt lang, Leute? Okay, hier geht's auch nochmal runter. Wir gehen einfach mal nochmal den Weg. Wir gehen einfach nochmal den Weg. Hier geht's nämlich auch runter. Also die Speicherpunkte sind auf jeden Fall fair verteilt, da kann man nichts sagen. Stark von mir gespielt. Okay, hier geht's nicht weiter. Wo kriegen wir denn unser Fahrrad eigentlich her? Wir müssen ja irgendwo noch unser BMX-Rad herkriegen. Habe gerade gelesen, Pro7 hat Elton rausgeschmissen. Weiß man da mehr? Ja, ich habe auch nur gelesen, dass er halt nicht mehr für Dings für das, wie heißt Schlag den Star-Format moderiert, sondern Matthias Obdenhövel. Und er hat wohl auf Facebook auch gepostet, dass er ziemlich enttäuscht ist, dass er davon aus dem Internet erfahren hat. Weil er das Format irgendwie 23 Jahre. Gibt's das schon 23 Jahre? Kann nicht sein. Ja, wahrscheinlich meint er 23 Jahre für Pro7 gearbeitet hat. Doch am Arsch.
Wenn ich später nochmal in der City bin, musst du bitte nochmal zum Händler, du bist ja gestorben. Hä? Wieso denn nochmal da? But why? Die Teile abgeben? Oh, das kann sein, dass ich das nochmal machen muss. Schlag den Rab seit 18 Jahren, okay. Ja, auf jeden Fall muss man fairerweise sagen, Elton moderiert ja mittlerweile auch auf RTL einige Formate und ich denke mal, da liegt der Hase begraben, dass RTL, dass ProSieben halt gesagt hat, ja gut, also wenn der jetzt auf RTL ähnliche Formate produziert. Elton hat gesagt, dass die Formate, die er jetzt auf RTL moderiert, dass die auch ProSieben angeboten wurden und ProSieben die nicht bezahlen konnte oder nicht wollte. Aber so, irgendwie so. Aber ganz ehrlich, Mai. Also ich muss sagen, für Metroidvania ist das hier mal wirklich ein komplett anderes Setting, ne? So mit so einem Ghetto und Slums und weiß ich nicht was. Finde ich irgendwie sehr interessant. Ah ne, guck, du hast vollkommen recht, Julia. Ich muss hier nochmal abgeben. Patronenslot erhalten. Aha. Jetzt weiß ich, was ich kriege. Ich habe einen Patronenslot erhalten. Was ist ein Patronenslot? Muss ich auch hier nochmal hoch, weil ich da vorhin nicht war. Hier geht's noch lang. Ach, guck mal. Dela, bist du neu hier? Ich heiße Dela. Ich kümmere mich um die Felder in der Gegend. Hier in New Hope gibt es viele Mäuler zu stopfen. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Du solltest also auch mit anpacken, wenn du bleiben willst. Es ist gar nicht so kompliziert. Du hilfst. Du bekommst zu essen. Du hilfst nicht. Du verhungerst. Ey, Julia, wir haben gerade kurz bevor du gekommen bist, haben wir über Nasty und Dean gesprochen und dann wurde gesagt, dass es Beef gibt mit Hand of Blood und Maluna und ob ich mit Nasty noch sprechen darf. Weißt du irgendwas? Ich weiß nichts. Ich habe die ganzen Fragen nicht verstanden. Ey. Oh, was? Hm.
Das habe ich mir gedacht. Vor allem, was habe ich mit der ganzen Sache zu tun? Oh, ich habe was gekriegt. Turbo Power. Aufgeladener Schuss. Halte Viereck gedrückt. Okay. Der Joke war in meinem Kopf irgendwie leicht zu verstehen, Reimhardt. Du hast uns alle verunsichert hier. War beim Finale der Baller League. Schickt ihr auch mal ein Team dahin? Ey, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt nicht... Also, wie... Muss man sich da bewerben oder sprechen die einen an? Ich habe keine Ahnung. Also, generell könnte ich mir das schon vorstellen. Also, aber ich würde am liebsten mitkicken. Ihr wisst ja, ich bin überragender Fußballer. Ich muss hier dauernd schießen, damit ich was sehe. Ah, oder ich halt einfach... wie es da unten steht, die Taste gedrückt. Julia vermittelt uns, alles klar. Mach mal. Jetzt hier rauskomme, ey. Alter, kann man nichts machen. Boah, jetzt bin ich einfach nur wieder hier. Bzzzt, Siggi. Bzzzt, hallo da, Naomi hat mich geschickt, um dich zu holen. Sie braucht deine Hilfe. Laufe Richtung Osten, um sie zu finden. Sie wartet neben dem Eligius-Tor. Bzzzt. Gehe nach Osten. Wo ist denn hier eigentlich Osten? Wahrscheinlich meinen die damit hier nach rechts. Ne? Hey Julia, erzähl mir einen Schwank aus deinem Leben. Julia, für alle, die es jetzt hier nicht sehen können, ist hier im Chat gerade, für alle, die sich fragen, mit wem ich gerade rede. Die fantastische Julia Oertgen, beste Tätowiererin, die ich je hatte. Also, die mich je tätowiert hatten. Alle meine Tattoos sind von Julia. Und ich würde nie jemand anderen an meine Haut lassen. Plot-Twist, du bist gar nicht tätowiert, das sage ich nicht. Vielleicht habe ich ja an manchen Stellen Tattoos, die ihr nur noch nie gesehen habt. Zum Beispiel auf der Innenseite meiner Lippe.
ist jetzt das? Nix ist es. Okay. Da ist irgendein Power-Up. Ah, ich bin so dumm. Da ist ein Goodie. Komm ich nicht dran, oder? Komm ich da dran? Nee. Was kann ich hier erzählen, was mich nicht strafrechtlich verfolgen kann? Du bist ganz einfach. Der Klassiker ist ja einfach, es ist nicht dir passiert, sondern einer Freundin von dir. Ist auch ein alter Stand-Up-Trick. Du hast eine Story für Stand-Up. Du willst nicht direkt lügen. Dann sagst du einfach, immer ein Kumpel von mir, der war mal auf einer Messe unterwegs und hat sich da mit einem Security Guard angelegt. Folgendes ist passiert. Nee, das kann nicht sein, dass ich jetzt nochmal hier unten... muss ich hier tatsächlich nochmal diesen Weg... Nochmal. Hier. 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 Ja, Sackl-Krimpf-Kampf. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jesus. Also auf dem Event, wo meine Freundin war, hat sie es geschafft, sich an 8 Securities vorbeizuschleichen und hat sich schön den ganzen Abend Freigetränke und Essen eingesnackt und wurde nicht erwischt. Sie ist einfach saudreist. Alter Schwede, was ist denn das für eine? Das finde ich nicht gut. Ah, ist natürlich gut für sie gelaufen, ne? Auf Kosten der anderen dann natürlich, aber... Aber für mich klingt es, als ob die ziemlich clever ist, ehrlich gesagt, die Freundin. Wenn das so für sie funktioniert hat. Aufgeladenen Schuss an die Tesla-Spule habe ich gemacht, hat nicht geklappt. Da ist sie ja. Huch. Hey, du bist wach. Super. Ich bin Naomi. Du lagst total K.O. auf der Straße herum. Ich hab dich zurück in mein Labor geschleppt. Bin ich froh, dass du da bist. Ich krieg gleich die Krise. Diese Schurken haben jetzt auch mich überfallen. Und sie haben sich meinen Rucksack geschnappt. Was da drin ist, ist wirklich wichtig. Aber es ist einfach zu gefährlich. Allein kriege ich ihn nie wieder zurück. Aber du hast doch diesen Turbo-Handschuh, richtig? Das ist ein total cooles Hightech-Teil. Damit solltest du dir problemlos einen Weg hinein und wieder hinaus sprengen können. Hilfst du mir, meinen Rucksack aus den Klauen dieser Nichtsnutze zu befreien? Ich werde mich auch bei dir revanchieren. Die Diebe sind ihr Versteck in den Klippen über uns geflüchtet. Meine Drohne Siggi kann dir helfen, den Weg dorthin zu finden. Gib mir mal deinen Handschuh her, ich pepp ihn mal schnell auf. So. Ich habe gerade durch das Diebesnest auf deiner Karte markiert. Dass du sowas mit deinem Turbo-Handschuh machen kannst, hättest du nicht gedacht, was? Das hat sie gemacht, das Ausrufezeichen dahin.
Das hätte ich echt nicht gedacht. Wie ich sehe, starrst du gerade das Eligius-Tor an. Dieses Tor ist der einzige Weg aus Müllhausen. Mit steilen Felswänden auf drei Seiten und einem tödlichen radioaktiven Feld auf der vierten bleibt kein anderer Fluchtweg. Um es zu öffnen, brauchst du vier besondere Waffenchips. Sie sind der Schlüssel, mit dem du das Tor aufschließen kannst. Wenn du willst, verrate ich dir mehr darüber, sobald du meinen Rucksack zurückgebracht hast. Weißt du genaueres über das Levelsystem von Elden Ring DLC? Nee, ich habe auch nur gehört, dass sie wohl irgendwie sich was einfallen lassen haben, dass man nicht komplett overpowered ist, wenn man es jetzt spielt. Aber so genau weiß ich es auch noch nicht. Ich bin gespannt. Kurzgeschichte. Der Templer von Primo. Wir versuchten in dieser rauen Einöde zu überleben. Doch dann griffen uns die Templer an. Wir gaben unser Bestes, aber es reichte nicht aus. Die Männer von Primo schafften es, uns alle zu töten und ließen mich zurück, um zu sterben. Was ich auch bald tun werde. Ein Mann namens Viper kam gerade vorbei und tötete einige Plünderer. Ein verwundeter Überlebender bat um Gnade. Ich hatte nicht seinen Mut. Das bedauere ich jetzt. Diese letzten lebenden Stunden erscheinen mir endlos. Ich bereue es nicht, diese verkümmerte Welt zu verlassen. Möget ihr jung sterben. Ein bisschen Depri. Hier oben schon. Ah, das schaffe ich doch. Und da nicht mehr, ne? Nichts. Mann, ich will da rein. Oh, Bossfight? Was soll das? Hast du dich verirrt, Würmchen, oder hast du es auf meinen brandneuen Rucksack abgesehen? Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Kleiner. Hör zu, ich habe einen Deal für dich. Siehst du den Kopf da auf dem Boden vor sich hinrotten? Pack ihn und wirf ihn in den Basketballkorb hinter mir. Wenn du das schaffst, gebe ich dir vielleicht den Rucksack zurück. Ist ja easy, ist ja sogar markiert. Oh. Ah, verdammt, der Kerl schuldet mir 20 Schrottstücke. Schnappt ihn euch, macht ihn platt. Da nehme ich jetzt aber reingelegt. Die Markierung. Okay.
Das war unglücklich. Ach nee, falsch. Das T-Shirt falsch gewaschen, doch rosa liegt im Trend. Viel zu spät zur Arbeit, doch dafür gut gepennt. Bin ich wieder da? Ich gehe davon aus. Seht ihr mich, Leute? Naja, doch, geht wieder. OBS ist abgestürzt. Aber alles gut, hier bin ich wieder. Ich habe nichts verpasst. Ich habe das Spiel durchgespielt, aber ansonsten ist alles beim Alten. Nein, ich bin immer noch tatsächlich hiermit beschäftigt, den hier reinzuwerfen. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt geht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es soll nicht gehen. Kann das sein? Ja, okay. Es soll nicht gehen. Mal raus aus der Höhle. Oh, es ist so ungewohnt, auf L2 sich zu ducken. Heiliger Strohsack, der Kleine ist total verrückt. Ich hau hier lieber ab. Moment, was geht hier vor? Oh. Saure Arbeit, du hast Naomis Rucksack zurückergattert. Psst. Naomi befindet sich in ihrem Labor. Sie hat ein Geschenk für dich. Knickknack. Mission abgeschlossen, hol dir Naomis gestohlenen Rucksack von den Klippen zurück. Oh, jetzt ist Chat weg. Nikola, bist du noch da? Ja, ich slide nochmal. Schon wieder abgestürzt, oder was? Nee. Warte noch auf den neuen YouTube-Chat. Hä, wie soll man denn jetzt hier wegkommen? Hä? Bin ich doof? Ach, die Noppen da, die hat man ja gar nicht erkannt. Aber hier ist noch Secret, ne? Hier ist noch Stuff. Da oben die Kiste, wie kommt man da wohl hin? Später kommt man hier nochmal weiter. Zere schreibt, ich kann Wurfgeschosse mit der Machete zerschlagen. Ah, das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt gibt's wieder Belohnung.
Du bist unversehrt wieder zurückgekommen. Danke für deine Hilfe. Ich habe an dieser tragbaren Teleportationstechnologie getüftelt und wollte ein paar Tests durchführen. Aber im Gegensatz zu den größeren Teleportationspads hat dieser mobile Teleporter katastrophale Auswirkungen. Zufolge, wenn er Lebewesen teleportiert. Ja, apropos Teleportation. Ich habe da etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Neugierig? Nö, das ist viel besser als nur öde Schrottstücke. Apropos Teleportation, ich habe da etwas ganz Besonderes vorbereitet. Neugierig? Ich habe dein Bike gefunden. Ich habe es repariert und mit meinem mobilen Teleporter ausgestattet. Gib mal deine Hand her. Ich werde die Fernbedienung mit deinem Turbohandschuh verbinden. Turbo Power erhalten. Bike Teleporter. Drücke Kreis, um auf dein Bike zu springen. Drücke erneut Kreis, um abzuspringen. Geil. Jetzt, wo du dein Bike zurück hast, bin ich gespannt, was du damit alles anstellen kannst. Für mein nächstes Projekt brauche ich ein Paket, das in meinem Lagerraum verstaut ist. Könntest du es mir bitte bringen? Nein. Das Paket ist in der oberen rechten Ecke in meinem Lagerraum. Aber wo ist denn dein Lagerraum? R1? Was? Halte R1, L1, S1 gedrückt, um das Bike in der Luft zu drehen. Ach so. So, gewöhnungsbedürftig noch. Hä? Achso, ich muss dann abspringen. Gar kein Problem. Das ist echt eine coole Idee. Ist ein bisschen wie die Rolle bei Super Metroid. Also den Morph Ball. Nur ist es halt ein BMX-Rad. Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich an meinem neuen Projekt weiterbasteln. Du bist schon in Ordnung, Kid. Man sieht sich. Hier, diese Patrone ist für dich. Sollte mit deinem Turbohandschuh funktionieren. Kid, du wolltest doch wissen, wie du aus Müllhausen wieder rauskommst. Stimmt's? Also, der einzige Weg hieraus führt durch das Eligius-Tor, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Möchtest du mehr über das Eligius-Tor erfahren? Nein. Nein, ich dachte, du wolltest aus Müllhausen weg. Möchtest du mehr über das Eligius-Tor erfahren? Ja. Vater Eligius hat das Tor errichtet, um Müllhausen vor Eindringlingen zu schützen. Es hat 4 Schlösser, die nur mit ultrastarken Waffenchips geöffnet werden können. Die Anführer des Skateparks und des Schrottplatzes haben jeweils ein. Der 3. Schlüssel muss in der Blitzdom-Arena gewonnen werden. Und wo der 4. Schlüssel steckt, weiß kein Mensch. Aber man munkelt, dass er in den Abwässerkanälen sein könnte. Falls du Müllhausen nach ihnen absuchen willst, werden wir uns bestimmt wiedersehen. Viel Glück da draußen! So. Jetzt haben wir das Fahrrad. Jetzt haben wir natürlich sehr viele Möglichkeiten, wo wir weitermachen können. Ich gehe aber erstmal hin. Denn hier hatten wir ja
Ach ne, hier war das Tor. Hui! Hui! Oh ne, falsche Richtung. Ja, Moment, dann müssen wir hier Vollspeed runter, oder? Und dann... Komm, 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 komm! Nee. Hä? Wieso... Das bringt einem ja so gar nichts. Hä? Doch, warte mal. Aha! Judas Zar sagt, er hat mal sowas auf dem Gameboy mit so einem Fahrrad gezockt. Ich meine auch, ich erinnere mich an irgend sowas. Nicht Paperboy, aber irgendwas. Was war's? Warum erinnert uns das an irgendwas? Ich weiß es auch noch nicht genau. Oh. Ach, das ist so ein kaputter Adler, einfach ein paar Schrottteile. Da kommen wir wahrscheinlich auch mit Fahrrad nicht hoch, ne? Nee. Und hier? Nee, das geht nicht. Warte mal, bist du doch auch? Wie kommen wir denn da nach oben? Okay, wir hüpfen erstmal hier weiter. Ich weiß nicht, ob man den Film gerade irgendwo streamen kann. Musst du mal bei Wer streamt es gucken. Aber könnte schon sein, dass der in irgendeinem Streaming-Dienst angeboten wird. Hä, jetzt kann ich das Fahrrad nicht beschwören. Wieso kann ich hier das Fahrrad nicht holen? Hä? Ich hab nicht abgespeichert. Ich hab das Fahrrad... Ich hab nicht abgespeichert, Leute. Kann das sein? Oh, das ist ja super dumm. Das ist ja... Oh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, das ist richtig oldschool. Der Progress wird halt nicht automatisch gespeichert, also sondern wenn du stirbst, ist wirklich einfach dein letzter Save ist... Okay.
Also der Film ist aktuell bei Join Plus. Mhm. Dann bei Prime zum Leihen für 3 Euro. Mhm. Bei Apple TV für 5 Euro zum Leihen. Mhm. Google Play auch für 3 Euro zum Leihen. Freenet Video auch 3 Euro zum Leihen. Was für ein Ding? Freenet Video. Freenet. Hab ich nie gehört. Also ich glaube Google Play und Amazon sind da die günstigste Variante. Außer ihr habt irgendwie schon Join Plus. Niemand hat Join Plus. Ich weiß nicht. Jeder hat einmal das Probo-Abo gemacht, um Jerks zu gucken und dann wieder gekündigt. Alles andere ist ja Quatsch. Also wenn ihr das Probo-Abo habt, dann könnt ihr gucken. Muss auch mal die Kirche im Dorf lassen hier. Das ist natürlich auch doof, dass hier nicht direkt ein Sofa steht. Was heißt echt Patrone erhalten? Ah, hier, guck mal. Ah ne, das ist nur Fähigkeit. Magnetfeld zieht Schrottstücke und Abfälle in der Nähe an. Das ist jetzt zum Beispiel schon mal ganz gut. Das hatte ich gar nicht ausgerüstet. Trick. Beste Trick. Da muss man hier echt aufpassen, dass man nicht vergisst abzuspeichern. Ein Podcast von euch beiden würde ich mir anhören. Von wem? Judas Zar. Wen meinst du jetzt? Jetzt muss ich ja mal gucken, wo war denn das jetzt? Hier? So, jetzt holen wir das ja nämlich nochmal. Ja, dumm, ich weiß. So, jetzt holen wir das nämlich nochmal. Wenn wir hier aufs Fahrrad gehen, hochspringen und dann... Nee. Nee, nee, nee. Okay, das ist schon mal nicht der richtige Weg. Wie sind wir denn da eben an diese Kiste gekommen? Ach so, hier, so, ne? Ah, ich vergesse mal abzuspringen, Mann. Auch so eine schöne Anspielung auf Elden Ring, dass das Pferdchen genau unter einem erscheint. Hier auch. So nehme ich. Das mit Eddie und Julia. Die und dem, der dir gerade so nett geholfen hat und dir ins Ohr geflüstert hat. Ach so, Podcast mit Nikola. Nikola, was sagst du? Ich habe schon geschrieben, dass ich nicht viel zu erzählen habe. Das ist, halte ich für ein Gerücht. Wir haben schon so viel über dich rausgefunden hier.
Sachen, die wir nie gedacht hätten. Die Enthüllungen. Ja, zum Beispiel das kleine Dorf, in dem du wohnst, irgendwo 30 Mann. Die ist ja weniger. Und komischerweise bleibst du unversehrt. Bist du so ein Dexter? So heiß. Ja. Die Vögel sind tatsächlich nervig. Oh Mann! Oha. Aha. Hier ist doch was. Nein, da ist nichts. Reicht das, wenn ich von hier... Nein, nein, du Schwein. Nein. Oh. Ja, Nikola rückt nicht raus, wo er wohnt. Anders als Julia, die wohnt in Essen. Und das gibt die auch einfach so zu. Danke, Tobias. Tatsächlich lese ich auch immer gerne meinen Kids vor. Und verstelle immer so die Stimmen und so. Das macht mir auch viel Spaß. Und den Kids auch. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Nikola, jetzt wird übrigens wieder mein Bildschirm dauern. Schwarz, alle paar Sekunden. Weiß aber auch nicht, woran das liegt, ne? Ich habe das Gefühl, das hat irgendwas mit den Spielen über Steam zu tun. Können Sie das Steam-Overlay ausschalten? Alter Gregor. Alter Gregor. Wie oft der Budi das schon gesagt hat. Hey Junge, ich brauche Hilfe. Greifst du dem alten Mann mal in die Arme? Ja. Exzellent, hör zu. Vor einer Weile habe ich eine Antenne gebaut, um herauszufinden, ob es Anzeichen von Leben jenseits des Iglesia Eligius Tors gibt. Aber sie ging vor kurzem kaputt. Und ich muss den Verstärker ersetzen. Dummerweise komme ich wegen meiner kaputten Hüfte nicht an die Antenne ran, um das Teil auszutauschen. Du musst das Ersatzteil zur Antenne schleppen und den defekten Verstärker austauschen. Die Antenne ist direkt unter uns. Du hast sie wahrscheinlich auf deinem Weg hierher gesehen. Hier ist das Ersatzteil. Du weißt, was du zu tun hast? Ich wusste doch, dass es noch gute Menschen auf der Welt gibt. Warp. Safe. Wo sind wir hier? In der Kirche? Aha. Ja, und jetzt? Wo ist das Ersatzteil?
Sag bloß, ich habe jetzt vergessen. Habe ich das jetzt nicht mitgenommen? Oder was? Das ist ja ein bisschen dumm gewesen. Aber wo ist das Ersatzteil? Ah. Hä? Jetzt hab ich's wieder weggeworfen. Ja lol, aber was soll man denn auch machen? Gib mir noch eins. Okay. Zur Antenne. Hat er doch gesagt, zur Antenne. Ja, und jetzt? Nein. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Da links rein oder was? Hm. Scheiß. Jetzt bin ich hier wieder runter. Wenigstens sind die Vögel wieder weg. Also immer noch weg, besser gesagt. So, vielleicht müssen wir hier diesen Sprung schaffen. Das habe ich mir eben schon... Nein! Nein. Die Blockade kann man nur von der linken Seite kaputt machen. Das ist ja das Problem. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass ich hier diesen Sprung mit dem Bike irgendwie... Aber nee, keine Chance. Nein. Also hier kommen wir halt nicht durch. Du kommst dann nur mit dem Bike hoch, aber irgendwie habe ich, vielleicht fehlt mir ja auch was. Stefan Scholli schreibt ja, hallo Eddie und Chat, Gruß aus dem Lurk, sitze am Laptop und muss einen nervigen Bericht schreiben, danke für die Begleitung. Überlege seit einer Ewigkeit, an welchen Song mich der Soundtrack zwischendurch erinnert. Jetzt habe ich es endlich. Bean Out von Turner. Wollte ich nur mal loswerden. Sagt mir jetzt gar nichts tatsächlich. Vielleicht, wenn ich es höre.
Leute, ist schon wieder schön. Ne, das sind keine Plattformen, diese grünen Äste. Das sieht so aus, aber die sind irgendwie... Ich meine, die sind natürlich sehr auffällig. Die sind mir natürlich auch schon aufgefallen. Aber irgendwie checke ich sie nicht so ganz. Diese Pflanzen, die sind ja schon sehr auffällig. Aber das ist nix. Kann mich da auch nicht dranhängen. Nix. Das Einzige ist wirklich von hier, aber den Jump schafft er halt nicht. Der Bildschirm schwarz geworden, genau in dem Angriff. Aber er sagt einem auch nichts, ne? Also er... Probier mal Windlot-Mod, vielleicht hilft das. Für das Rätsel? Nee, dass der Bildschirm schwarz wird. So, du musst das Ersatzteil zum Sicherungskasten unter der Antenne schleppen. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Mir fehlt ein Gegenstand für die grünen Flächen. Achso, das kann natürlich sein, dass ich hier noch gar nicht... Ja, das macht... Okay, das ist also ein bisschen doof, aber das macht natürlich Sinn, dass ich das Rätsel noch gar nicht lösen kann. Ich muss zu dem Sicherungskasten da, aber ich komme da jetzt noch nicht hin. Okay, da hätte ich hier noch Stunden weiter probieren müssen. Wir müssen einfach irgendwo an anderer Stelle hin. Nicht wahr? Neuch? Aha. Oh. Da kommt man auch nicht hin. Ich glaube, ich bin hier vielleicht schon ein bisschen zu früh. Ich habe mich ja hier auch einfach hingebeamt. Ohne Sinn eigentlich. Wir gehen mal in die andere Richtung. Jetzt gelandet. Was ist das? Mysteriös.
Warte mal, da war doch noch was. Hier oben? Okay. Oh, holy shit, wer bist du denn? Firpo. Was? Mein Freund Terence ging Richtung Westen zum Skatepark. Ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Du gehst in den Park? Ja. Wenn du einen großen, blonden Mann siehst, das ist Terence. Sag ihm, Firpo wartet. Er soll mich nicht zappeln lassen. Alright. Aua. Also echt interessant, die Gegner einmal kaputt gemacht, sind die weg. Der Weg ist frei hier. Keine Respawns. Hey Kid, klasse, dass du hier bist. Bist du mit deinem Bike zum Training gekommen? Ich muss dich allerdings warnen. Hier wimmelt es von Punks und ihre Königin Becca ist die dreisteste von allen. Uch, aber ich weiß auch mit absoluter Gewissheit, dass sie einen der Waffenchips hat, die du brauchst. Ich bin auch auf der Suche nach etwas, das ich für mein nächstes Projekt verwenden kann. Ich erkläre es dir später. Man sieht sich. Tschüss, tschüss. Aha, hier können wir doch. Können wir doch bestimmt biken. Aha. 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 Ah! Nochmal. Oh. Nein, Kurva. Nochmal. Warum? Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shit! Das war auch alles schon. Geht's hier nicht runter? Green Apis. Ape? I see. Ja, das ist das Spiel zum Film. Also basiert auf dem gleichen Film, ja. Ich habe das Gefühl, hier kann man noch mehr rausholen irgendwie. Mit Speed. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, man lernt auch später noch irgendwelche Moves. Wow. Hey, du da! Ich wette, du kommst nicht hier rauf. Hahaha, hast du gedacht.
Was machst du jetzt, hä? Huh? So, wo ist Becker? Ich sehe das da oben. Warum sind die Wack-Schwestern so gemein? Weil sie Wack sind. Oh, Bossfight? Oder was? Nick. Was geht, Rotzlöffel? Der ist aber ziemlich niedlich. Komm her, Süßer. Falsche Richtung. Aua. Nein, hierher. Au. Verdammt, bist du langsam. Keine Chance, dass du jemals eine der Prüfungen bestehst. So, genug herumgespielt. Zeit hier zu verschwinden, Wack-Schwestern. Unsere Königin wird gleich eine Show abziehen. Tschüssi, du süße Rotznase. Jetzt der Helm. Jetzt kann er wieder richtig laufen, weil er einen Helm auf hat. Raid von Nils? Nils Bohmhoff live. Life is life. Na, Nils. Vielen Dank für den Raid. Na. Ihr seid hier genau richtig, denn wir spielen hier Turbo Kid, basierend auf dem gleichnamigen Film von 2015, ein neues Metroidvania, seit heute im Handel. Und ihr seht, ich komme nicht mal den Berg hier. Ich glaube, man muss laufen. Ja. Ich bin auf der Suche nach Gangster-Boss Becker, die Anführerin der Wack Sisters. Und... Oh, das war ja so dumm. Das Schöne ist, also nicht nur die geile Pixeloptik und der schöne 80s-Sound, nein, sondern man hat hier ein BMX-Rad, auf das man jederzeit aufsteigen kann und fahren kann und Tricks machen kann. Und das finde ich cool. Die Armageddon-Rampe. Oh, ich muss irgendwie so eine Prüfung machen. Paddy. Na, sieh mal einer an, was wir hier haben. Das Weichei von vorhin. Diese Rampe hier ist die Himmelsleiter. Das ist die erste von drei Prüfungen, die du überwinden musst, wenn du den Himmel erreichen und Becker treffen willst. Wir, die Wack-Schwestern, prüfen alle Grünschnäbel auf Herz und Nieren. Um unsere Königin zu treffen, musst du erst unsere Erlaubnis verdienen. Wenn du es nicht mal auf diese mickrige Rampe schaffst, dann bist du weniger wert als der Kaugummi an meiner Schuhsohle. Aber wie soll man es machen? Tatsächlich habe ich keine Ahnung. Wie kriegen wir denn den Speed ohne eine Gegenrampe? Wie soll man da hochkommen? Vielleicht fehlt mir noch irgendwas. Das kann natürlich sein, ne? Irgendein Skill, mit dem ich das Bike beschleunigen kann oder so?
Hier ist auch keine Gegner. Vielleicht mehr Anlauf, sagt ihr? Oh, warte mal, was ist denn hier? Vielleicht muss man einfach nur so lang. Schweinesau. Aha, aber hier geht's auch noch lang. Doch irgendwie gehen, da wo das Blut daherkommt, oder? Shit. Aha! Nur Money. Nein, ich will mich nicht beschweren, aber... Nein! Oh, Jesus. Denkt immer dran, der Lootboy hat ein Näschen so für... Naja, halt für Loot. Oh, halbes Herz. Heute Mittag hatte ich ein halbes Hähnchen, jetzt gibt es noch ein halbes Herz. Aha, siehst du, da habe ich auch schon den Eingang. Der Lootboy, der weiß Bescheid. Hier, guck. Punks und Skater, schaut euch diesen niemand an! Also ist eine Königin. Der denkt, er kann mir meinen Titel streitig machen. Ha! Wie bescheuert und beknackt muss man sein! So ergeht es denjenigen, die mich herausfordern. Ich bin die Unbesiegbare, die Unerschrockene. Ich bin Becca, eure GK-Königin. Wieder einmal stille ich euren Blutdurst. Wieder einmal zerquetsche ich jeden Loser, der meine Herrschaft in Frage stellt. Das ist erstaunlich brutal. Ich bin eure Königin. Ich kenne eure innigsten Wünsche. GK für alle! GK, GK, G. Was heißt nun mal GK? Hofmänner, macht euer Ding! Oh, was kommt da? Alter.
Geschlechtskontakt. Theophanes Gekas. Hm. GK war doch immer Gemeinschaftskunde in der Schule eigentlich. So, und jetzt? Game over oder was? Ich kann mich nicht bewegen. Ach, da ist eine Wand! Okay, das habe ich überhaupt nicht gerafft. Oh, das war knapp. Strophe erhalten. Ich sag mal so, immer besser lieber eine Strophe als eine Strafe. Versteht ihr, weil es sich fast gleich anhört. Da ist schon wieder Naomi. Wie bist du denn hierher gekommen? Kid, hier drüben, du scheinst kurz davor zu sein, den Keller des Skateparks zu erreichen. Mach dich auf was gefasst, da unten ist es ziemlich düster. Hör zu, ich glaube, ich habe einen Plan, wie du Becker besiegen kannst. Erst einmal, weißt du, was GK ist? Nein. Das dachte ich mir schon. GK steht für Glibber-Kaugummi. Haha. Eine kaubare Substanz, die alle hier wie tollwütige Waschbären auf Touren gebracht hat. So kontrolliert Becker alle die Punks hier. Sie verwaltet die gesamte GK-Verteilung im Skatepark und die Punks tun alles für den nächsten Kick. Wie auch immer, sie hat jemanden ganz unten im Keller des Skateparks, der das Zeug für sie herstellt. Wenn du ihre Geschäfte unterbindest und die GK-Reserven zerstörst, sollte das die Kontrolle von Becker über den Skatepark schwächen. Halten wir sie davon ab, noch mehr von diesem widerlichen Zeug herzustellen. Störe die GK-Produktion. Okay. Das machen wir ein anderes Mal. Das soll es nämlich jetzt erstmal gewesen sein. Hier mit Turbo Kid. Seit heute erhältlich. Ich muss sagen, mir hat das äußerst viel Spaß gemacht. Das spielt sich sehr, sehr fluffig. Und wer mal Lust hat auf so ein kleines Indie-Perlchen, so ein kleines Metroidvania, kann man bestimmt auch top auf dem Steam Deck zocken. Der kann das ja mal abchecken. Seit heute erhältlich für 17,55 €. Und ja, fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Spielchen von Outer Minds. Ich glaube, das sind Kanadier. Basierend auf dem Film. Und ja, also es hat wirklich Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat sich sehr crisp gespielt. Hat sich, also Kampf und alles hat sich sehr gut angefühlt. Und wenn man sich hier mal so die Videos anguckt, also da kommt noch einiges, ne? Wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn man sich hier mal so ein bisschen anguckt, die Map und alles, das ist so schon ein richtig schönes Metroidvania, wo noch viele Sachen kommen mit Bossen. Mal hier. Also, schönes Metroidvania. Check das unbedingt mal ab. Und vor allem geiler Soundtrack. Guck mal, wie viele Sachen man hier noch finden kann. Turbo Kid heißt es. Und ja, check das aus. Ich bin raus.